Es ist wieder Showtime an den Märkten und zwar ganz klar in der bullischen Richtung. Wir haben es letztens schon angesprochen, ich glaube gestern war es zuletzt, dass die Aufwärtsrichtung eben nun mal sehr, sehr bullisch aussieht. Wir sehen das hier beim S&P beispielsweise, die Aufwärtsbewegung ganz klar. Dieser fünffällige Charakter, der da jetzt hier zu Vorschein kommt, der macht eigentlich Mut für die Bullen. Also diese Aufwärtsbewegung ist ein Klassiker. Wer aber bis 5 zählen kann, der weiß, nach so einem Fünffäller, deuten wir das mal hier oben an, da gibt es sehr gerne mal eine ABC-Korrektur. Die kann mal kleiner ausfallen, wie wir das hier hatten. Die kann mal etwas größer ausfallen. Auch hier hatten wir einen Fünffäller hoch und eine ABC hinten dran. Also insofern, das gibt es in allen möglichen Größenordnungen, Farben und Formen. Das wäre aber unser erwartetes Bild. Also, wir haben im Moment eigentlich ein klassisches Verhalten, diese Fünffälligkeit für die Fortgeschrittenen, schon mal ein bisschen eine Seitwärtskorrektur bzw. hinten eine Scharfe. Das ist dieses klassische Wechselspiel, Pattern Alternation sagen wir dazu. Also, dass hier unterschiedliche Korrekturformen sich abwechseln. Das passiert sehr, sehr gerne so. Eine seitwärts, die andere scharf oder umgekehrt, aber eben abwechselnd. Und das spricht ebenfalls die klare Sprache dafür, dass wir jetzt hier eigentlich in der letzten Phase sind dieser Bewegung. Diese letzten Phasen, diese fünften Wellen, können manchmal extendiert sein, das heißt besonders lang. Ein Klassiker ist allerdings, dass die in etwa so lang sind wie die ersten Wellen. Nicht immer wird ein Klassiker aufgeführt, aber wenn dem der Fall wäre, hätten wir noch ein bisschen Platz. Es darf ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Hätten wir aber noch ein bisschen Platz hier Richtung 3000 beim S&P. Wie gesagt, ein bisschen höher dürfte es theoretisch noch gehen. Wenn es aber sogar eine Extension gibt, dann darf das sogar noch deutlich länger gehen. Ob das hier in diesem Fall eintritt, ja, das weiß ich genauso wenig wie jeder andere Mensch auf der Welt, aber die Chancen sind zumindest mal da. Aber darauf will ich gar nicht spekulieren. So machen wir es zumindest mal, dass wir das nicht mit einkalkulieren. Es könnte ja noch, nein, ein Klassiker ist aber, dass wann auch immer hier das Hoch gefunden wird, eine Korrektur einsetzen wird. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, gerne aber dreiwellig. So wie wir das typischerweise gerne haben, das nach einer scharfen Bewegung A, B, C und danach geht es in die andere Richtung wieder weiter. Oder wie wir das hier ebenfalls hatten, nach einer scharfen Bewegung A, B, C und danach geht es in die Richtung dann weiter. So ähnlich würden wir das hier erwarten. Nach diesem Fünffäller eine A, B, C hier runter, um dann eben weiter nach oben zu gehen. Das würde uns sogar in Richtung All-Time-High beim S&P und beim Dow Jones hier eben spülen. Also wir hatten dann eine sehr, sehr gute und realistische Chance, dass wir dann im Laufe der nächsten Wochen und vielleicht sogar, ja, sagen wir mal Wochen, ein, zwei Monate hier in Richtung All-Time-High unterwegs sind. Macht das Sinn? Darüber kann man tatsächlich streiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, aber als Charttechniker muss ich das handeln, was der Markt macht. Und nicht das, was ich für sinnvoll erachte. Und das sieht eben eher bullisch aus. Trotz alledem, es gibt noch ein bisschen eine Chance, die ist nicht ganz klein, aber sie ist eben untergeordnet, dass der Markt nochmal zwischendurch ein wenig nach unten geht. Vereinfacht gesprochen wäre das eine Bewegung, die, na, kriege ich das hier gezeichnet, die ein wenig noch eine vergrößerte Korrektur mit sich bringt. Das heißt, dass wir dann doch nochmal hier in diese niedrigeren Chargen reinrutschen. Das ist noch nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Es ist vielleicht nicht das wahrscheinlichste Bild, aber dass wir vielleicht hier erstmal nur einen Anstieg noch bekommen und dann nochmal runterkommen, das ist das, was ich hier in etwa angedeutet habe. Also sprich eine ABC hier hoch, dann hätten wir eine ABC hier vorne, eine ABC da hoch und dann runter. Wem das jetzt zu viel geklärt ist, Stichwort wäre dazu eine Seitwärtskorrektur auch hier. Wir sehen das, dass der Kurs hier über lange Zeit tendenziell so ein bisschen seitwärts in dieser Range, schließt dann nochmal mit einem Paukenschlag ab, der dann uns hier in diese Zone reinführt und dann nochmal nach oben geht. Welches ist wahrscheinlicher? Na, wie angedeutet, aus aktueller Sicht finde ich dieses Bild jetzt durchaus wahrscheinlich. Aber dieses Bild, dass die Korrektur hier tatsächlich später nochmal reingeht, ist nicht unwahrscheinlich. Insbesondere, weil der S&P bis jetzt einen sehr kleinen Rücksetzer hat. Das würde ausreichen, ist aber nicht ganz so typisch. Und wir dürfen nicht vergessen, der Nasdaq, hier habe ich noch meine alte Zeichnung drin, der hat diese Schweinerei noch vor sich, denn der hat ja eigentlich noch überhaupt gar keinen Rücksetzer seit dem Tief gemacht. Und auch der hätte mal eine Verschnaufpause verdient, ob das jetzt sofort oder ein bisschen höher noch passiert. Es wäre zumindest mal ein Klassiker. Ich würde mich nicht wundern, wenn das beim
S&P sogar noch, Entschuldigung, hier beim Nasdaq sogar noch mal knapp drüber geht, neues Allzeithoch. Denn wir erinnern uns, der Markt liebt es, ein altes Allzeithoch noch mal anzupingen, zu übersteuern, einige aufs falsche Eis zu führen und dann im zweiten Anlauf dann sozusagen dann erst noch mal die Verschnaufpause einzuleiten. Und diese Bewegung beim Nasdaq, die könnte sich dann locker eben auch beim Dow Jones und beim S&P doch noch mal in diese Richtung reinbringen. So, also eher positiv insgesamt gesprochen, kurzzeitig sowieso, dann zwischendurch mit diesen Korrekturmöglichkeiten wie eingezeichnet, klingt alles kompliziert, bedeutet, dass wir zwar eine Grobausrichtung der Norden haben sollten, allerdings auf jeden Fall zusätzlich die Abwärtsseite nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wer das nicht aussitzen mag, in der Form, wie ich das hier eben eingezeichnet hatte, hier beim S&P, wer keine Lust hat, das auszusitzen, der sollte seine Stops so eng führen, dass man dann im Zweifelsfall da nicht drunter leidet. Wer sagt, boah, ich bin froh, wenn ich nicht so viel tun muss, der kann das vielleicht sogar abwarten. So, in diesem Sinne wünsche ich für heute erstmal alles Gute. Sag ganz liebe Grüße. Wer Lust auf mehr hat, der guckt sich mal Trade2Go an und den Trade des Tages sowieso. Beides Dienstleistungen kostenfrei, wo wir dann mit weiteren Ideen und Hinweisen dann aufwarten. In diesem Sinne alles Gute und liebe Grüße.